Landesrat Daniel Zadra, Vorarlbergs Unternehmen, die expandieren immer mehr, bauen neue Firmengelände. Da geht es jetzt darum, dass man das auch grün macht. Wie kann das jetzt im Rahmen des EU-Life-Projekts Boogie Bob funktionieren? Die Industrie und die Wirtschaft in Vorarlberg floriert. Das ist grundsätzlich begrüßenswert und schön. Gleichzeitig wächst aber auch der Druck auf die Flächen. Wir bauen, wir expandieren und die Flächen werden immer weniger. Und da ist es mir ein besonderes Anliegen, dass wir einen pragmatischen Weg finden, um die verbleibenden Flächen möglichst artenreich zu gestalten, möglichst vielfältig, dass eben auch für Insekten, für Schmetterlinge es Plätze gibt, wo sie Nektar bekommen, wo sie sich zurückziehen können, wo sie auch nisten können. Und das ist hier gelungen mit einem wunderbaren Beispiel. Das Land Vorarlberg hat unterstützt mit Beratungsleistungen, auch gemeinsam mit der Europäischen Union. Und wir haben Unternehmen beraten, dass sie eben ihre Fläche, die zur Verfügung steht, wie auch hier beispielsweise eine Dachfläche, möglichst begrünen, möglichst artenvielfältig bepflanzen. Das hat wunderbar funktioniert und das soll nun auch ein Vorbild sein für andere Industriebetriebe, dass sie ihre Flächen mit im Idealfall Dachbegrünung und kombiniert mit einer Photovoltaikanlage bestmöglich nutzen. Dann gelingt es, das eine mit dem anderen zu verbinden. 22 Unternehmen haben hier schon mitgemacht. Da ist wirklich alles dabei, vom Kleinstbetrieb bis hin zum großen Unternehmen, vom Restaurant bis hin zum Einzelunternehmer. Was ist denn jetzt der erste oder was sind denn jetzt die ersten Erfahrungen? Klappt das immer so gut? Also die Erfahrungen sind, dass es wirklich sehr, sehr gut klappt, dass es auch einen Anspruch gibt, einen Zuspruch gibt von der Bevölkerung, dass Menschen, die dann bei den Betriebsgebieten vorbeigehen, sagen, danke, dass ihr das macht, es ist ein schönes Projekt und so auch andere dazu animiert werden, das ebenso zu machen. Ich habe heute erfahren, dass es auch hier in diesem Fall ein Vorzeigeunternehmen gab, wo man sich angesehen hat, wo auch praktisch den Impuls gegeben hat, das zu machen. Und das möchten wir jetzt nutzen. Möglichst viele Betriebsgebiete sollen so gestaltet werden, artenvielfältig. Nicht der Rasenmäherroboter steht im Vordergrund, sondern wirklich die Hummel, die Biene, der Schmetterling steht im Vordergrund. Katrin Löning, Sie haben jetzt, was das Projekt Boogie Bob und die Förderung von naturnaher Gestaltung von Betriebsflächen angeht, die Beratung von Unternehmen übernommen. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht, kurz gesagt, der größte Vorteil? Der größte Vorteil ist sicherlich, dass ich eine Aufenthaltsqualität für einen selber, für Mitarbeiter, für Kunden habe. Also ich habe also einen Raum, den ich zusätzlich nutzen kann. Ich kann mir die Außengestaltung so richten, dass ich Kühlungseffekte habe, dass ich mich in Schatten setzen kann, dass ich auch bei stärkeren Regenniederschlägen keinen Schaden am Gebäude bekomme. Also ich habe extrem viele Vorteile von solch einer Begrünung, naturnahen Gestaltung. Mir fällt eigentlich gar nicht so viel Negative ein. Da kann ja eigentlich jedes Unternehmen mitmachen, vom kleinen Ein-Mann-Betrieb, das von zu Hause aus macht, bis zum Großunternehmen. Da wird sicher einiges an individueller Planung nötig sein. Genau, also man muss immer unterscheiden zwischen Neubau- und Sanierungsfällen. Also bei der Sanierung muss ich natürlich genau schauen, was kann und was ist schon da vorhanden und wie kann ich mit diesen Potenzialen umgehen. Beides ist möglich. Ich muss es in die Planung integrieren, auch bei der Sanierung von vornherein damit denken. Beim Neubau ist es natürlich ganz was anderes. Da kann ich von vornherein dieses Miet als gleichwertige Idee aufgreifen und die Gestaltung integrieren in meine Planung. Wie sieht es denn beim Thema Sanierung oder wenn man es jetzt nachträglich macht, mit den Mehrkosten und dem Mehraufwand aus? Beziehungsweise was kann man da alles zum Beispiel machen von den kleinen bis zu den großen Maßnahmen? Ja, ich denke, man muss unterscheiden zwischen dem, was man macht und was für Herausforderungen hat. Wenn ich sanieren möchte, um zum Beispiel auch im Gebäude Kühlungseffekte zu bekommen, dann kann eine Begrünung, ob es jetzt eine Fassadenbegrünung vor aufheizbaren Wänden oder aber auch vor einem Dach, das ich aufheizt, mache, im Endeffekt günstiger werden, weil ich ja keine Klimaanlage und solche Dinge intensiv brauche. Im Außengelände reichen schon manchmal ganz kleine Maßnahmen, die überhaupt gar keine Mehrkosten berühren. Man muss es einfach nur wollen und zulassen und ein bisschen vielleicht eine andere Wahrnehmung bekommen. Man muss es sich einfach freuen, wenn es wirklich dann auch Leben daherkommt und es aushalten, wenn die Pflanzen ihre Samen ausreifen und es manchmal auch etwas länger steht, als man es üblicherweise gewohnt ist.
An wen kann sich ein Unternehmen jetzt wenden, wenn er sagt, du, das wäre was für mich? Grundsätzlich kann man sich, wenn man über diese Förderung bekommen möchte, von Impuls 3 an das Energieinstitut wenden. Die haben dort diese Beratungsförderungen und da kann man sie ansuchen. Man kann sich natürlich auch direkt an uns wenden, an Pulswerk. Und wenn man Nachfragen hat zu diesem Projekt, an das Umwelt- und Klimaschutzabteilung im Land.